bin ich Deutsch, deutsche Frau aus Kasachstan. Wir sind so fleißig. Und muss ich heute Abend leider eine Arbeit machen, erzähle ich dir meine Geschichte. Muss ich ein bisschen arbeiten, Socken sortieren. Ne? Habe ich Wintersocken, habe ich Sommersocken, habe ich Putzlumpen. Ja, wir sind sehr fleißige Leute aus Kasachstan. Vor 300 Jahren, wir sind gefahren von Ulm mit die Ulmer Schachtel, Donau hinunter. Ich kann dir zeigen, auf meiner Schürze ist wie Landkarte. Ja? Schwarze Meer sind wir gekommen, dann die Dnieper hoch, in die Zweite Weltkrieg, nicht ganz freiwillig, nach Kasachstan. Hier ist Kasachstan, Schwarze Meer, Kaukasus, Kaspische See. Kasachstan ist wichtig, ist da, wo ist die Weltraumbahnhof, hein? Wo ist gestartet die deutsche Gagarin, Alexander Gerst, hein? Aus Künzelsau. Weißt du, wo ist Künzelsau? Jetzt weißt du, wo ist Kasachstan, Künzelsau, du weißt, hein? Du weißt nicht. Guckst du zu Hause auf deine Landkarte, ist außerhalb von meiner Schürze, tut mir leid, kann ich dir nicht zeigen. Ja, ja, Alexander ist jetzt oben. Damals, als Gagarin ist gestartet, war ich noch Mädchen, sind wir gegangen, 10 Kilometer zu Fuß von unserem Heimatdorf nach Baikonur, Weltraumbahnhof. Haben wir gesungen, kasachische Hymne, und dann muss ich denn zum Städtele hinaus. Wir haben gewunken und vorher noch eine Flasche Wodka gereicht in die Raumkapsel. War schön, ja, ja. War schön in Kasachstan. Aber jetzt in Deutschland, vor 10 Jahren, wir sind gegangen nach Deutschland, ist auch sehr schön. Wir haben hier Schirm. Europäische Schirm. In Russland, wir haben Scharm. In Europa, wir haben Schirm. Schade, warum machen wir nicht Union? Ne? Europa, Russland, Putin Präsident, Angelika Merkel, Königin. Ah, das ist so schön. Schade. Ich spreche Deutsch, okay? Meine Kinder leider nicht, meine 2 Söhne. Mein großer Sohn war so begabt in der Physik, ja? Mathematik in der Schule in Kasachstan. Aber hier in Deutschland war es schwer, er kann nicht Deutsch. Habe ich im Unterricht gegeben, habe ich gesagt, guck, A, erste Buchstabe wie Aldi. Ja? Kannst du Aldi? Weißt du Bescheid? Aldi, Mittelstufe, wo ist Aldi? Ja? Fortgeschrittene? Weißt du, wo ich Aldi? Bist du schon integriert? Ha? So schnell geht. Englisch ist nicht mehr wichtig. Englisch 4 Wörter. Ami go home. Ami stay home. Reicht. Ha? Das reicht. Auch schon nicht mehr lernen. Englisch dich nicht quälen. Leistungskurs. Wozu? Ha? Englisch out. Gut, meine große Sohn. Wladimir hat repariert Autos, privat. Wir in Kasachstan haben kein Wort für Schwarzarbeit, ist hässliches Wort. Ja? Privat, ist gut. Hat repariert kleine Auto, gefahren nach Berlin, getauscht gegen große Auto mit den Sternen, gefahren nach Moskau, verkauft, immer wieder. Nur einmal Polizei hat nicht so gefallen. War Pech, ja? War Pech. Aber mit den Mädchen hat immer gehabt Glück. So viele hübsche, schöne Mädchen. Ich habe gesagt, wie machst du, Wladimir? Hast du immer so schöne, hübsche Mädchen? Hat gesagt, ich mache es so wie mit meinem Auto. Ich mache Probefahrt, ich kontrolliere Elstand, ich repariere rostige Flecken, ich poliere und dann tausche ich. Hat so gemacht mit Mädchen. Mein zweites Sohn, Kolja, war ein bisschen traurig, hat kein Mädchen gehabt. Ha? Du hast Mädchen, ja? Du bist so glücklich. Ja? Kolja hat keine Mädchen gehabt. Kolja, habe ich gesagt, warum? Was machst du falsch? Kolja war
Biologik hat sich interessiert für Pflanzen, haben wir gehabt, Schrebergarten, und hat immer angepflanzt in unsere Schrebergarten diese Pflanze, hohe Pflanze, Blätter mit 5 Zanken, ja? Keine Ahorn, keine Ahorn. Hat dann immer gemacht, Tabak hat geraucht, oh, muss sein gewesen, schöne Pflanze. War so verträumt, hat so gehabt, so große Augen. Ne? Habe ich gesagt, Kolja, du bist so begabt, warum hast du kein Glück bei Frauen? Frau ist keine Blume, ja? Du denkst immer, komm, Blume macht Knospe, dann vor dir öffnet. Nö, muss es sein aktiv, guck, ich zeig dir wie. In Kasachstan, wir haben gehabt keine Puppen, Puppentheater, wir haben alles gemacht mit Socken, ne? Habe ich gehabt. Gemacht für Kolja Puppentheater, habe ich gesagt, guck, ist so einfach mit Mädchen. Ne? Merkst du dir einfach, du musst sein aktiv, Prinzessin ist hier, ne? Du bist junger Mann, du nimmst dein Pferd und machst dumm, 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 dumm. Ach, hohe Hecke, hi, hier bin ich. Oh, wer bist du? Ja, ich bin Kolja-Küsschen, Linksküsschen, Rechtsküsschen, Linksküsschen, Rechtsküsschen. Hast du eine schöne Pferd? Darf ich auch reiten? Na, das Mädchen wird schon aktiv. Ja, wir reiten zusammen, steig auf. Ha? Dum, 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 dum. Achtung, halte dich fest. Über die hohe Hecke. Dum, 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 dum. Halt, ich möchte absteigen. Okay, ich helfe dir, guck. Oh, hat geholfen und schon sind sie ein Paar. So einfach, so einfach. Habe gesagt, Kolja, guck, mach einfach so. Merk dir diese Geschichte, ist wirklich einfach. Hm? Hat leider nicht so schnell funktioniert, wie ich gedacht habe. Und Kolja war immer sehr deprimiert. Dann ist eines Tages gefahren mit Auto von Ulm nach Wiblingen. Wir wohnen in Wiblingen. Ne? In Wiblingen. Und bei Illerbrücke musst du aufpassen. Bei Illerbrücke, du weißt, da ist gerne Fotografieapparat, Polizei. Polizei hat gesagt, stopp, weisen Sie sich aus. Kolja hat gesagt, tut mir leid, ich kann mich nicht ausweisen, ich bin Deutsch, ich bin Deutscher als du. Aber Polizei hat gemeint, Personalausweis, okay, Personalausweis. Ah, Polizist hat gesehen, Kolja ist sehr mutig. Hast du getrunken? Kolja, nein. Wenn ich rauche, ich trinke nicht. Der Polizist hat gesagt, okay, dann gibst du mir deine Blut. Kolja, mutig. Ah, ein Held hat gesagt, nimmst du meine Blut, ich helfe gerne. Für das Rottigreiz spende ich immer gerne. Aber Polizist hat Blut gebracht zu die böse Ärztin von der Landratsamt. Und ich habe gesagt, da ist Konzentrat. Verlierst du deine Führerschein weg. Ai, 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 ai. Kolja war noch viel trauriger. Oje, was mache ich mit meinen Kolja? Wir lieben unsere Kinder. Muss nicht sein Einstein oder Madonna, ist ja egal. Eh? Kolja, gehst du aus? Ist Samstagabend, kommt heim. Mitternacht, klingelt an die Tür. Oh, Mitternacht war nicht alleine. Kommt mit Mädchen, mit hübschen Mädchen. Oh, endlich eine hübsche Mädchen, Kolja. Ich war so glücklich. Blonde, junge Frau, vielleicht ein kleines bisschen älter als er, aber ist ja egal, ne? Frau ist Frau. Ah, so hübsche Frau. Was serviere ich? Vielleicht ein bisschen Kaffee oder Tee? Ah, mag ein bisschen Wein. Trink nur Wasser, wir werden sehen. Komm herein, meine Tochter, habe ich gesagt, komm herein. Oh, war so schön, blonde Haare, aber ein bisschen komisch. Grüne Jacke, gelbe Bluse, Mütze auf die Kopf. Und irgendwann hat gesagt, hier, meine Marke, war keine Briefmarke, war Polizistin. Ai, 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 war ich so unglücklich. Was willst du?
Ich kontrolliere das Zimmer von deinem Sohn. Hier ist Zimmer, geh, schau, mach, was du willst. Oh. Und hat alle Matruschka-Püppchen durchgesehen. Groß, mittel, klein, ganz klein. War überall Plastiktütchen drin. Oh. Habe gesagt, Kolja, was bist du für ein Idiot? Hättest du genommen, deutsche Gartenzwerge? Oh. Hätte nicht nachgeguckt. Hat alles mitgenommen. Oi, 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 oi. Große Problem. Jetzt, wir haben keinen Führerschein, wir haben keine Freundin, wir haben nur Termine für das Landratsamt, musste abgeben, Urin. Ja? Ein Jahr lang immer wieder Urin, ich weiß nicht, was die machen mit deinem Urin. Hat bestanden 9-mal. Warzende Mal, Kolja ist wieder so nervös geworden, hat gewusst, ich muss raufen meine Spezialkräuter. Ja? Und hat vorher schon abgezapft, Urin hat. Ist intelligent, muss ich sagen. Habe einen intelligenten Sohn. Hat vorbereitet, Urin in Fläschchen, hat geraucht. Danach ist gegangen zur Kontrolle in die Landratsamt. Hier mein Urin. Ärztin hat genommen Urin und hat gesagt, warum ist Urin kalt? Gilt nicht. Habe gesagt, Kolja, was bist du für ein Idiot? Hätte ich dir doch gegeben, meine Thermoskanne, Urin bleibt 2 Wochen warm. Eieiei, ist nicht einfach für Frau aus Kasachstan in Deutschland. Bist du immer hin und her gerissen zwischen 2 Welten. Ist wie Sputnik und Sport, Spätzle und Spezialia. Archipelagulag und Architektur kommt, darfst du mir helfen? Ja. Architektur und Archipelagulag, ja. Pädagogik, Palatschinken, Polenta und Grießbrei.